So, ich möchte heute einfach mal zeigen, was mit Online-Arbitrage so alles möglich ist und dir mal so eine Idee geben, wie das aussieht, wenn man dieses Geschäft aktiv betreibt. Ich habe heute einfach mal eine Lieferung herangezogen und möchte die mit dir zusammen einfach mal anschauen. Was sind denn das für Artikel, die man da auf Amazon kaufen kann? Welche Möglichkeiten gibt es da? Welche einfach verschiedenen Kategorien oder Sachen sind das? Wie groß sind die? Wie viel ist das? Und du siehst hier hinter mir, ich bin hier schon eine ganze Weile dran. Das heißt, es waren viele, viele Kisten. Die hier machen wir jetzt einfach mal zusammen auf. Ich habe hier noch eine. Hier hinten steht noch so eine große Kiste. Also du siehst, es sind auch größere Bestellungen zeitgleich möglich. Natürlich habe ich hier aus vielen verschiedenen Shops das Ganze bestellt. Und das hier ist wirklich reines Online-Arbitrage. Und das bedeutet, für die, die es noch nicht wissen, wir kaufen billig irgendwo ein und verkaufen das dann wieder für einen höheren Preis auf eBay, auf Amazon, irgendwelchen anderen Marktplätzen, eventuell sogar offline. Legen wir einfach mal los und schauen mal, was ich so gefunden habe. Und wie immer, wenn du Fragen dazu hast, dann einfach unter dem Video schauen und ansonsten abonniere meinen Kanal. Ich habe noch viele weitere Videos dazu in Planung, beziehungsweise einige kannst du auch schon finden. Unter anderem auch einen Vergleich Amazon Private Label und Arbitrage. Schauen wir mal, so wie sieht das Ganze aus. Wir haben hier jede Menge Verpackungsmaterial. Das ist schon super, weil halt eben der Versender dieser Ware uns direkt kostenlos sozusagen Versandmaterial mitliefert, mit dem wir die Ware weiter schicken können. Ganz schön viel. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier so bekommen? Fängt schon an mit einem kleinen Babyspielzeug, natürlich Markenware von Haber. Das wäre zum Beispiel so ein Artikel, der sicherlich attraktiv ist, der ist klein genug, um ihn zu verschicken. Und im Bereich Baby ist immer Bedarf, also ja, da kriegen wir wahrscheinlich auch einen guten Preis für. Und da haben wir direkt mehrere von. Dann, was haben wir hier noch? Haben wir auch ein paar größere Artikel hier, zum Beispiel solche Plüschtierschäfchen haben wir hier noch drin. Und auch das ist natürlich sicherlich attraktiv. Besonders cool finde ich auch solche kleinen Dinge. Hier in dem Fall irgendwelche Fieberthermometer zum Beispiel. Die sind halt eben wirklich günstig zu bekommen, haben aber auf den Marktplätzen oft einen hohen Aufschlag und du kannst sie für ganz kleines Geld einkaufen. Ist also super zum Starten beispielsweise. Davon haben wir auch direkt hier auch wieder eine ganze Handvoll irgendwie. Dann gibt es solche Sachen wie kleine Plüschtiere, das sind jetzt irgendwelche Kirschkernkissen, die sicherlich interessant sind. Und auch das ist natürlich kleine Sachen, die vielleicht auch nicht so viel wiegen, die aber trotzdem eine hohe Nachfrage haben. Also überleg dir einfach, wer kauft das? Gibt es Bedarf für den Artikel? Und auch da gibt es natürlich Methoden, wie man das herausfinden kann. Und das habe ich natürlich gemacht. Also ich habe jetzt natürlich nicht hier ins Blaue heraus irgendwas gekauft, sondern das sind wirklich Sachen, die wir hier gefunden haben. Was auch oft gefragt wird, machst du auch Elektronik, Philipp? Ja, mache ich. Hier ist zum Beispiel ein Elektronikartikel. Und bei Elektronikartikeln ist halt die Retourenquote etwas höher meistens. Da ist es einfach so, dass man das einkalkulieren muss. Also wenn du Elektronik machst, rechne einfach damit, dass du auch ein paar Rücksendungen hast. Und dann geht das in Ordnung, musst du halt einpreisen wie in jedem Geschäft. Man ist ja nicht umsonst Unternehmer und dann funktioniert das auch. Dann haben wir hier noch ein paar andere Plüschtiere einfach. Und was auch immer schön ist, ist solches, Made in Germany Holzspielzeug. Geht immer, ist wirklich eine super Sache. Und man kann natürlich auch mal irgendwelche größeren Dinge machen. Hier ist jetzt nichts Großes drin, aber du siehst, das ist eine Riesenkiste einfach mit Dingen aus dem täglichen Leben. Und da geht es halt wirklich in viele Bereiche, also für Kinder. Klamotten gehen immer sehr, sehr gut. Schuhe, ganz großes Thema.
Wir haben den Bereich Küche und Haushalt. Auch da gibt es viele kleine Helferlein, die man verkaufen kann. Man kann auch online teilweise kistenweise Bücher auf irgendwelchen Kleinanzeigen-Marktplätzen bestellen oder auch auf eBay, diese dann sortieren und für einen Mehrwert weiterverkaufen. Also die Möglichkeiten mit Online-Arbitrage sind riesengroß. Man kann da problemlos ein sechsstelliges Geschäft drauf aufbauen. Und das ist genau das, was wir hier gerade tun. Und natürlich brauchst du ein bisschen Startkapital dafür, aber vielleicht gar nicht so viel, wie du denkst. Ich sag mal, im niedrigen, mittleren, vierstelligen Bereich sollte es auf jeden Fall sein. Oder du startest halt wirklich sehr langsam von zu Hause mit gebrauchten Dingen, dann geht's auch mit weniger. Und wenn du Fragen hast, wie das Ganze funktioniert, dann schreib mir in die Kommentare. Ich freue mich auf dich und dann sprechen wir einfach mal drüber. Ansonsten gerne auch, was du im nächsten Video sehen möchtest. Vielleicht können wir da mal über die ein oder andere Methode sprechen. Es gibt natürlich auch auf Amazon, was ja mein Spezialmarktplatz ist, sage ich mal, noch viele andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und wenn dich das interessiert, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!